Ja, es geht also um das Thema, um die Bedeutung der integralen Intelligenz im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung oder ja, für eine wertorientierte Unternehmensführung. Und von daher möchte ich Ihnen kurz wertorientierte Unternehmensführung erklären, was das eigentlich heißt. Danach geht es weiter mit Spiral Dynamics. Und hier möchte ich Ihnen die Entwicklung zu einem integralen und holistischen Bewusstseins- und Wertesystem zeigen und anschließend eine integrale Philosophie stark machen. Und zwar mit dem Sozialphilosophen Johannes Heinrichs, den wir auch diese Woche übrigens hier hatten, als Referenten. Und hierauf basieren möchte ich Ihnen ein integrales Führungsverständnis mit einem ganzheitlichen Ordnungs- und Handlungsrahmen für eine zukunftsfähige Unternehmensführung aufzeigen. Danach begriffliche Abgrenzung von Intelligenztypen, also nicht nur menschliche, sondern kollektive und auch künstliche Intelligenz in der Gruppe. Und insofern ein Plädoyer für eine analoge und digitale Transformation im integralen Sinne. Und das dargestellt mit dem Formkalkül von Spencer Brown. Schließlich Anwendungen natürlich, das darf nicht fehlen. Die Mensch-Maschine-Interaktion zur Entscheidungsfindung aufzeigen und das Potenzial kollektiver Intuition. Unternehmen schaffen Wert in mehrdimensionaler Hinsicht. Werte für die Kunden, für die Mitarbeiter, für die Lieferanten, für die Gesellschaft und nicht zuletzt für die Geldgeber. Das erfordert eine integrale Unternehmensführung. Und sie enthält die werteorientierte Unternehmensführung, die durch Integrität, Verlässlichkeit, Vertrauen und wechselseitige Anerkennung charakterisiert werden kann. Das Unternehmen ist ein soziales System, das durch die Zusammenarbeit, also Kooperation bzw. gemeinsames Handeln, Werte schafft. Jeder Einzelne begreift die von ihm verfolgten Zwecke zugleich als Bedingung der Realisierung der Zwecke des jeweils anderen. Und es sind die Menschen im Unternehmen und deren Teilhabe, die auf diese Weise in der Lage sind, zukünftige Cashflows und Werte zu generieren. Luhmann hat vorgeschlagen, mit den Theorien des Überschusssinns, Gesellschaften unter dem Gesichtspunkt der dominanten Verbreitungsmedien der Kommunikation zu beobachten. Also Überschusssinn als Entwicklungstreiber. Gesellschaften waren von Anbeginn an von ihrer Medialität geprägt. Angefangen mit der tribalen Gesellschaft, mit der Sprache, mit Referenzüberschuss über Dinge zu sprechen, die man jetzt nicht sehen kann, die jetzt nicht da sind. Die antike Gesellschaft mit Schrift und hiermit einhergehenden Zeithorizontüberschuss. Die moderne Gesellschaft mit Buchdruck, mit Kritiküberschuss. Lass dich aufklären und kritisiere alles. Der nächsten Gesellschaft mit Digitalisierung durch elektronische Medien und Kontrollüberschuss, denn elektronische Algorithmen sind extrem schnell, quasi instantan, haben ein quasi unendliches Gedächtnis und analytische Tiefenschärfe, siehe Big Data Analytics, die für den Menschen als Menschen in dieser Form nicht verarbeitbar sind, aber im Zusammenhang oder im Zusammenspiel zugänglich werden. Darüber hinaus Konnektivitätsräume mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und kreativem Disruptionspotenzial. So, jetzt kommt diese schöne Zeichen Spiral Dynamics, das ist das jetzt hier, was Sie hier sehen. Ist das sogenannte Graves Value System. Und das ist ein Modell von evolutionär aufeinanderfolgenden Stufen des menschlichen Bewusstseins mit entsprechenden Wertvorstellungen und Denkmuster der Menschheitsgeschichte, die sich auch in der individuellen Reife des Menschen zeigen. Von der Horde, das ist also das der archaische Zustand so gesehen, zur holistisch
kollektiven Gesellschaft, das war also jetzt der direkte Aufzug in den 7., 8. Stock, der freilich so nicht realisiert werden kann, denn man muss diese Stufen durchleben und reflektieren und das braucht Zeit. In diesem Sinne besteht auch Einfluss auf das Führungsverständnis selbstverständlich in Unternehmen. Eine wirksame Führung in der Netzwerkgesellschaft, so würde ich also unsere Gesellschaft heute bezeichnen wollen, entwickelt sich danach zu einer integralen und kollektiven Perspektive, die den Menschen und die Möglichkeiten digitaler Algorithmen und künstliche Intelligenz ganzheitlich umfasst und auf einem holistischen Wertesystem gründen sollte, meines Erachtens. Da sind wir also hier, ne? Holonisch. Wertorientierte Unternehmensführung ist integrale Führung und der Schlüssel hierfür ist die integrale Philosophie. Ich beziehe mich hier, wie gesagt, grundlegend auf Johannes Heinrichs, der das in der Form vorgetragen hat oder vorträgt. Ausgangspunkt der integralen Reflexion ist das Ich, Reflexion, Ich, als Sinnelement seiner Bewusstseinsvollzüge im Gefüge anderer Sinnelemente, die Sie hier sehen und die ich jetzt im Einzelnen kurz erörtern möchte. Dem Ich steht als erstes Sinnelement so gesehen, steht als zweites Sinnelement die Welt des Körperlichen gegenüber. Das sind also die Objekte, die Natur, die Objekte. Und in einem dialogischen Denken bleibt es eben nicht bei dem Subjekt-Objekt-Dualismus. Vielmehr tritt dem subjektiven Ich ein anderes objektives Ich gegenüber. Und das ist das dritte Sinnelement, also das Du. Dabei wird der andere, und jetzt kommt es, dabei wird der andere nicht als negativ begrenzend, sondern als positiv entgrenzend verstanden, eine individuelle Freiheit, die in persönlicher gegenseitiger Abhängigkeit verwirklicht wird. Das vierte Sinnelement, Geist bzw. Sinnmedium, stellt die transpersonale, überpersönliche Dimension dar. Jeder Mensch hat den überkulturellen Gedanke oder diesen erstaunlichen Gedanke, alles, das Ganze. Kulturell ist die Sprache und soziale Normen darunter zu verstehen. Wir begegnen uns in diesem Sinnmedium, das die Bedingung der Möglichkeit aller menschlichen Kommunikationsmedien darstellt, zum Beispiel die Sprache, die zwischen Ich und Du vermittelt. Und es gibt darüber hinaus noch intuitive und auch gefühlsmäßige Wahrnehmungen, die eben über die Sprache hinausgehen. Der Mensch ist nicht nur je einzeln des Unbedingten oder Unendlichen fähig, sondern hat je einzeln am gemeinsamen Unendlichen Teil. Genau in dieser Teilhabe und nicht Teilsein liegt der Schlüssel zu einem integralen Verstehen. Nicht Teilsein, sondern Teilhabe. Das Subjekt wird hier stark gemacht, aber im kollektiven Sinne. Je mehr und kräftiger also das wahre Ich oder selbst die Struktur des Selbstbezugs im Fremdbezug leben kann, je höher also das Wesen individualisiert ist, desto fähiger ist es zur Partizipation am Unendlichen bzw. überindividuellen bzw. der Ganzheit. Den vier Sinnelementen entsprechen die vier Handlungsstufen Sach-, Interessen-, Verständigungs- und normbezogenes Handeln. Das Weltliche und Wirklichwerden des ganzheitlichen Bezugs zeigt sich in verstärkter Intuition, inmitten der Alltagsgeschäfte sowie in einer gelebten Haltung der Liebe allem Lebendigen gegenüber. Ganz im Sinne von Hans-Peter Dürr, der ja dieses schöne Buch geschrieben hat, das Lebende lebendiger werden lassen. Und in diesem Sinne einem integralen Ökonomieverständnis ist. Wisdom 2.0, und da nehme ich Bezug auf die legendäre Wisdom 2.0-Konferenz 2015 mit dem Leitthema Mindfulness and Compassion im digitalen Zeitalter, organisiert von Soren Gotthammer. Also seitdem zeichnen sich die Konturen und die Bedeutung des Zusammenhangs von Körper, Seele und Geist auch für Unternehmen ab. Achtsamkeit gilt als der Beginn eines inneren Wachstums,
Sie bedeutet gesammelte Aufmerksamkeit in Bezug auf Bewusstes, aber auch in Bezug auf Unbewusstes und ermöglicht eine integrale Urteilskraft. Immer mehr Unternehmen unterstützen dies und erkennen, dass die Einstellung durch einen Achtsamkeitsansatz nachhaltig zum Besseren verwendet werden kann. Das Bewusstsein für den intensiven Wunsch, in Unternehmen zu arbeiten, die die Werte der Menschen ernst nehmen, wächst. Hieraus ergibt sich eine integrale Unternehmensethik, die auf der Grundlage der Achtsamkeit begründet ist und das Tor für inneren Wachstum darstellt. Dies geht aus einem integralen Bewusstsein hervor, das mit psychologischer und ganzheitlicher Reife eine werteorientierte Unternehmensführung ermöglichen will. Wie kann ich in Übereinstimmung mit allem glücklich, optimal leben und wirken? Und diese Frage geht weit über die ethische Frage, was soll ich tun, hinaus und ermöglicht sie erst überhaupt wahrhaftig zu beantworten. Das ist der Punkt. So, jetzt zu den Intelligenztypen. Künstlich, kollektiv, menschlich, integral. Ja. Menschliche Intelligenz ist natürlich logisch denken, Probleme lösen, planen, lernen, Umwelt verstehen, herauszufinden, was zu tun ist und umfasst emotionale und soziale Intelligenz. Emotionale Intelligenz ist durch die Fähigkeit der emotionalen Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Selbstmotivation, Belohnungsaufschub und Empathie bestimmt. Soziale Intelligenz ist die Fähigkeit, Gruppen zu organisieren, entscheiden und durchsetzen, was in der Gruppe gemacht wird, sowie die Fähigkeit, die eigene Stimmung und Begeisterung auf andere zu übertragen. Lösungen verhandeln, vermitteln, Konflikte verhüten, Verbindungen herstellen, die Gefühle, Motive und Sorgen anderer wahrnehmen und verstehen. Ich weise jetzt hier auch nochmal darauf hin, ich möchte bewusst das machen, da auch in Abgrenzung dann zur künstlichen Intelligenz, habe ich das jetzt nochmal ganz stark betont, eben die soziale Intelligenz und die emotionale Intelligenz. Als schwache künstliche Intelligenz werden Systeme bezeichnet, die sich auf die Lösung konkreter Anwendungsprobleme fokussieren, also zum Beispiel Zeichenerkennung, Texterkennung, Bilderkennung, Expertensysteme. Das Ziel einer starken künstlichen Intelligenz ist es, die gleichen intellektuellen Fähigkeiten von Menschen zu erlangen oder zu übertreffen. Eine starke künstliche Intelligenz handelt nicht mehr nur reaktiv, sondern auch aus eigenem Antrieb, intelligent und flexibel. Kollektive Intelligenz ist das Ergebnis von Gruppen von Individuen, die auf intelligente Weise zusammenarbeiten. Und hier nehme ich Bezug auf Malone, das ist der Leiter des MIT Centers of Collective Intelligence in Boston. Und er spricht von Superminds, hat er auch ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Superminds. Malone nennt auf Basis seiner empirischen Forschung drei Faktoren, die einen eindeutigen positiven Zusammenhang zur kollektiven Intelligenz bzw. zur Problemlösungsfähigkeit von Gruppen zeigen. Das ist erstens, kann es anders sein, die durchschnittliche soziale Wahrnehmungsfähigkeit der Gruppenmitglieder, ganz entscheidend. Grad an Gleichmäßigkeit in der Beteiligung der Mitglieder an der Gruppendiskussion und nicht zuletzt der Frauenanteil in der Gruppe. Eine hohe Intelligenz der Gruppenmitglieder hat nur minimalen Einfluss auf die Problemlösungsfähigkeit einer Gruppe. Kollektive Intelligenz ist folglich entscheidend von sozialer Intelligenz abhängig und das möchte ich hier betonen. Nach Ashbys Law können komplexe Problemlagen nur durch ein entsprechend komplexes System erfasst und gelöst werden. Folglich ist die Intelligenz Einzelner und ihrer individuellen Kompetenzen zur Entwicklung von Lösungen und Innovationen nicht mehr ausreichend. Vielmehr braucht es Methoden für die Organisation überindividueller Diskurse.
Dabei reicht der alleinige Rückgriff auf explizites Wissen angesichts einer hochgradig vernetzten, nur schwer vorhersagbaren Welt mit unkalkulierbaren Änderungen nicht mehr aus. Im intuitiven Wissen drückt sich die Fähigkeit des Gehirns aus, komplexe Zusammenhänge über unbewusste Musterbildung auf das Wesentliche zurückzuführen. Analoge und digitale Vernetzung ermöglichen in diesem Sinne höhere Komplexität und sind Bedingungen von Evolution, Kreativität und Intelligenz. Dies gilt eben sowohl bei der Vernetzung von technischen Systemen als auch von Mensch-Maschinen-Systemen. Also die zentrale Frage lautet folglich: Wie können Menschen und Computer so verbunden werden, dass sie gemeinsam intelligenter handeln? Der Mensch kann die allgemeine Intelligenz und andere spezielle Fähigkeiten einbringen, die Maschinen nicht haben. Die Maschinen können das Wissen und andere spezielle Fähigkeiten liefern, die Menschen nicht haben. Folglich kann eine Gruppe von Menschen und Computern durch die Schaffung von Cyber-Human Learning Loops intelligenter handeln, als es jede Person, Gruppe mit ihrer kollektiven Intelligenz oder jeder Computer es je zuvor getan hat. Das Zusammenspiel von digitalen und analogen ermöglicht eine wirkliche humane digitale Transformation. Und das möchte ich integrale Intelligenz nennen. Also eine digitale Transformation, wo wir dann quasi uns im Computer in irgendwelchen Chips wiederfinden, ist ja wohl nicht gewollt. Deswegen kann man eigentlich gar nicht, also dieser Begriff digitale Transformation ist sinnlos so gesehen, ja, würde ich mal sagen. Also jedenfalls nicht erstrebenswert in diesem Endstadium, sondern es geht eben um eine humane digitale Transformation. Die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen und zwischen Maschinen und Maschinen, beziehungsweise nicht triviale Maschinen, ist komplex. Und als Beschreibungstool eignet sich für komplexe Fragestellungen das Formkalkül von Spencer Brown, das Unterschiede als Zusammenhänge darstellen kann. Es geht immer um Unterscheiden und Bezeichnen von Phänomenen. Und deswegen ist auch die Weisung von Spencer Brown, draw a distinction, sonst passiert rein gar nichts. Das heißt, es geht immer um Ein- oder Ausschlussverhältnisse. Spencer Brown symbolisiert das mit einem Haken, dem sogenannten Cross, das sieht man hier, ne? Das ist dieser Cross hier, ja? Mit dem Re-Entry erkläre ich gleich. Und es ist so, dass bei jeder Beobachtung, also bei allem, was wir beobachten, bedarf es dieses Kreuzens, um vom unmarkierten zum markierten Raum zu gelangen. Diese erste Unterscheidung kann durch weitere Unterscheidungen nach innen und nach außen entfaltet werden. Also wenn zum Beispiel Umwelten markiert sind, dann können sie als Unterscheidungen in das System wieder eingeführt und beobachtet werden. Das ist der sogenannte Re-Entry. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, wenn man über die Welt draußen kommunizieren will, so muss man die Außenwelt zum Element der Innenwelt machen. Sonst geht das nämlich gar nicht. Das Arbeiten mit dem Formkalkül kann man sich am besten veranschaulichen, wenn man sich einen Gegenstand nimmt. Zum Beispiel im Kontext hier ist es ja passend, den Menschen, der Mensch, ihn durch einen Unterschied einreimt, Sie sehen das hier, den man eigentlich schon, ohne seiner gewahr zu werden, unbewusst so gemacht hat und danach fragt, was man ausgeschlossen haben könnte. Was könnte das sein? Maschinen? Tiere? Pflanzen? Lavasteine? Ein Mensch ist nur ein Mensch, Identität, wenn er sich von einer Außenseite unterscheidet, die er nicht ist, dessen Existenz er jedoch als Außenseite der Unterscheidung voraussetzt. Sonst könnten wir uns gar nicht als Menschen erkennen und diese Identität als Mensch ausbilden. Wenn man jetzt auf den Unterschied zwischen Menschen und Maschinen schaut, stellt man fest, dass eine Maschine tote Materie ist,
ein Mensch lebt. Ein Mensch besteht aus organischem Material, eine Maschine aus Plastik und Metall. Ein Mensch kann denken, hat Gefühle, ein Bewusstsein, hat Würde und Moral, alles Dinge, die eine Maschine nicht hat. Blicken wir jetzt mal auf den Re-Entry, dann kann man sehen, dass auch der Mensch seine Routinen hat. Oder bei der Entscheidungsfindung Algorithmen und Gewichtungen anwendet, die er dann anschließend auf die Programmierung von Algorithmen überträgt, deren Anwendung anschließend die menschliche Entscheidungsfindung verbessert. Sehen Sie das Integrale? Wenn unsere Computer und ihre Programme immer intelligenter werden, wenn sie also Bewusstsein entwickeln, dann vollendet sich die nicht-triviale Maschine. Also nicht-triviale Maschine, das ist ein Ausdruck von Heinz von Förster, auf den ich da auch verweisen möchte. Gleichwohl wird sich die menschliche Intelligenz als biologisches System in seiner Eigengesetzlichkeit unterscheiden von künstlicher Intelligenz. Es ist eben eine Integration durch Differenzierung. Jetzt kommen wir zur Anwendung. Das wird praktischer nach den philosophischen Ausführungen. Zunächst mal Entscheidungen mit neuronalen Netzwerken. In der Realität sind die Wirkungsbeziehungen zwischen den Variablen häufig komplex, ne? Das ist klar. Und insofern ist es auch oftmals schwierig, begründete Hypothesen über die Art des Zusammenhangs aufzustellen. Bei künstlichen neuronalen Netzen muss der Anwender nicht zwingend eine Vermutung über den Zusammenhang zwischen Variablen treffen. Hier werden die Zusammenhänge zwischen einer Vielzahl von Variablen selbstständig durch einen Lernprozess gefunden. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht können Sie mit der Logik eben deskriptiver, prädiktiver und preskriptiver Business Analytics Methoden Analysen, Prognosen und Handlungsempfehlungen gehen. Komplexe Entscheidungen mit Programmen. Entscheidungen auf strategischer Ebene sind wieder komplex. Sie beinhalten weiche, nicht kardinal skalierte Informationen, sind mehrdeutig und in der Regel natürlich auch durch Unsicherheit geprägt. Also komplex. Es handelt sich um eine mehrkriterielle Entscheidungssituation, die wir da haben. Glücklicherweise gibt es da Verfahren und Instrumente, womit man dem begegnen kann. Und da gibt es eben den sogenannten analytischen Hierarchie- bzw. Network Process, der für die Lösung solcher Entscheidungsprobleme geeignet ist. Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem durch die Ermittlung eines normierten Nutzenwertes dem Entscheidungsträger die Auswahl einer Handlungsalternative ermöglicht wird. Innerhalb dieses Verfahrens können die Präferenzen des Entscheidungsträgers erfasst und eine Rangordnung der Vorziehenswürdigkeit der betrachteten Handlungsalternative vorgenommen oder hergeleitet werden. Die Besonderheit besteht also darin, dass die zu treffenden Präferenzurteile nicht holistisch, sondern durch einen Paarvergleich entstehen und methodisch eine intuitive Bewertung ermöglichen. Das AAP-Verfahren kann durch den Analytic Network Process verallgemeinert werden und berücksichtigt insofern auch wechselseitige Abhängigkeiten, also zirkuläre Beziehungen und sogenannte Feedback Loops, ausgehend von den Alternativen. Für Anwendungen in der Praxis gibt es glücklicherweise Softwarelösungen, bei der der Mensch, jetzt aber hier, bis auf Weiteres, noch modellbildend wirkt und bewertend ist, also eine dominante, aktive Rolle hat, so gesehen. Durch Einbeziehung mehrerer Wissens- und Erfahrungsträger können komplexe Entscheidungen mit kollektivem Wissen und kollektiver Intuition gefunden werden. So. Als nächstes möchte ich Ihnen kurz die Syntegration vorstellen, die auch so in diese Richtung geht. Das ist also ein Verfahren einer sogenannten Hochleistungskommunikation, könnte man sagen. Syntegration ist erfunden worden von Stafford Beer, und Fredmund Malik hat da sehr viel mitgearbeitet oder arbeitet auch damit und setzt das auch in der Beratung ein. Also 600 Syntegrations hat er da schon durchgeführt, also sehr erfahren, was das Thema angeht. Auf jeden Fall ist Syntegration eine Workshop-Methode, bei der durch eine Kombination von systemischen Moderations-, Team- und Diskussionselementen die Bearbeitung wieder natürlich komplexer Themen in größeren Gruppen ermöglicht wird. Es geht immer darum, wie können wir diese Komplexität einfach meistern. Ja?
Und hierbei werden die Perspektiven von bis zu 40 oder mehr Wissensträger über die Bereichsgrenzen hinweg vernetzt, sodass ein Maximum an Informationstransfer entsteht und die vielen Gehirne quasi wie ein einziges großes Superhirn, Superminds, arbeiten. Symbol einer Syntegration, das sehen Sie hier, ist der Icosaeder, wobei jede Ecke ein Thema und jede Kante einen Teilnehmer repräsentieren. Und der Icosaeder folgt sich das Zusammenwirken der Themen und Teilnehmer zeigt und auch sehr schön die Vernetzung auch zeigt. Und die Struktur und die Ordnung, die wir da übrigens auch haben müssen. Eine Syntegration besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase bestimmen die Teilnehmer in einem mehrstufigen Filterprozess erstmal die Themen, die von Relevanz sind. Und in der anschließenden zweiten Phase wird von den einzelnen Gruppen, werden diese Themen dann vernetzt eben diskutiert. Idealtypisch gibt es nach dem Icosaeder demnach 30 Teilnehmer, wobei jeder Teilnehmende dabei in zwei Gruppen als Teammitglied fungiert, in weiteren zwei Gruppen als Kritiker und in weiteren vier Gruppen als Beobachter. Also Sie sehen, das muss auch erstmal organisiert werden. Da braucht man auch wieder übrigens Software dazu, dass man das optimiert in dem Sinne. Am Ende einer Syntegration, also etwa nach 2,5 bis 3,5 Tagen, jedenfalls bei der Gruppengröße von 30, die ich jetzt hier auch erst hier genannt habe, sind rund 90% des gesamten verfügbaren Wissens der Teilnehmenden über alle Menschen hinweg verteilt. Erfahrungen im Beratungsunternehmen Malik zeigen, dass die Gesamtgruppe der Teilnehmer dadurch natürlich um ein Vielfaches effizienter, effektiver ist als herkömmliche Teams und eine Umsetzungsquote der Maßnahmen, die man da sich überlegt hat, von 70% nach 12 Monaten hatten. Das ist ein sensationell gutes Ergebnis, meines Erachtens. Die Einbeziehung von künstlicher Intelligenz in die Syntegration wäre ganz im Sinne integraler Intelligenz und birgt hohe Potenziale. Das ist also noch nicht realisiert, aber ich sehe da hohe Potenziale, wenn man das verbindet. Das nächste Thema ist kollektiv Unbewusstes und Co-Kreativität. Und da ist ein deutsches Unternehmen auch in dieser Hinsicht meines Erachtens federführend. Und das ist das Beratungsunternehmen Next Practice, das von Peter Kruse gegründet worden ist. Das ist ja auch ein bekannter Netzwerktheoretiker, Psychologe allerdings vom Hause aus, aber der hat das Unternehmen gegründet. Auf jeden Fall, dieses Beratungsunternehmen Next Practice setzt eben auch auf partizipative Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse, insofern eben auf Co-Kreativität und kollektive Intelligenz für innovative Ideen und neue Formen der Zusammenarbeit und Führung im Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft. Zentrale Bedeutung haben das qualitativ-quantitative Analyseverfahren Next Expertizer und das Moderationstool Next Moderator, also das Zusammenspiel von Software, Methoden und Menschen. Hiermit sollen intelligente Prozesse angeregt werden, die das explizite und auch das implizite Wissen der Organisation und Märkte für eine bessere Lösung einbeziehen. Es geht also nicht nur darum, das Erfahrungswissen Einzelner, sondern auch das verteilte Wissen von Kollektiven zu nutzen, also kollektive Intelligenz hier wieder. Ne? Beispielsweise wurden mit dem Tool Next Expertise im Rahmen der Studie Gute Führung 2014 400 Tiefeninterviews mit Führungskräften durchgeführt, um ein differenziertes Bild der Führungskultur in Deutschland zu zeichnen. Ziel war es herauszufinden, welche unbewussten Wertvorstellungen und kollektiven mentalen Muster das Handeln der Führungskräfte bestimmen und wie vor diesem Hintergrund die tatsächliche Entwicklung der Führungspraxis bewertet wird und welche Herausforderungen die Führungskräfte in der Zukunft erwarten. Also ziemlich wichtige Studie, würde ich mal sagen, ne? Über alle Probanden wurden ca. 4.000 bis 5.000 Begriffe mathematisch geordnet und im nächsten Schritt zu Themen zusammengefasst, sodass sich am Ende der Studie
sechs klare Führungskonzepte ergaben: solidarische Integration, dynamische Vernetzung, iterativ testende Agilität, kooperativer Teamgeist, starke Persönlichkeit und effiziente Zielerreichung. Als Paradigmenwechsel der Führung durch Gegenüberstellung der Wirklichkeit und des geäußerten Idealbilds einer guten Führung ergab sich, dass aus der rein finanzwirtschaftlichen Wertorientierung die, wie kann es anders sein, integrale Werteorientierung eines Wertschöpfungsnetzwerks mit maximaler Agilität und Lernbereitschaft werde. Und methodisch wird uns künftig hierbei, wieder, so meine Hoffnung, künstliche Intelligenz helfen, Wertemuster zu erkennen und die Bedingungen einer ganzheitlich wertschöpfenden Veränderung mit integraler Intelligenz zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.